dass ihr seht, ich habe jetzt da einen Strich gemacht bei 5 mm und jetzt schneide ich da überall so nicht gleichmäßig, sondern eben unregelmäßig so kleine Schnitte hinein. Und muss da recht schnell wieder raus, damit der Faden da nicht zu viel erwischt. Ja, dann vielleicht noch einmal, aber ich bin jetzt auf 2 gewesen, gehe mal auf 1 runter. Ja, 1 ist dann zu wenig, probieren wir mal mit 1,5. 1,5, ja. Und schneide immer nur bis zu dieser halben Millimeter, halben Zentimeter eben so hinein. Und mal wieder ein bisschen weiter auseinander. Das sollen jetzt dann eben dann Steinschindeln werden. Gell? So, jetzt seht ihr da, wo das aus, das reinige mal ein bisschen. Dann, das passt schon, machen wir einen Schnitt. Nicht ganz einen Zentimeter. Ja, so passt. Soll nicht zu dick sein. Hoppla. Da werden wir jetzt ein bisschen wieder erhöhen auf 2. Passt. Das schneiden wir jetzt da mal durch da. Meiner Meinung nach eh noch zu. So breit, dass wir nochmal schneiden müssen. So, gut. Das werden wir jetzt dann noch einmal ein bisschen schneiden. Jetzt haben wir so einen Streifen da. Was wir jetzt machen, das ist, dass wir mit einem, ich glaube, den habe ich da drinnen, kleinen Drahtbürste, machen wir die Seite nochmal, oder machen wir doch die Seite, ja, gut. Das einmal bisschen ankratzen, nicht zu viel. Weil wir machen hier dann fast 1 mm Streifen. Passt. Das ist gerade, dass ein bisschen eine raue Oberfläche entsteht. Da gehen wir jetzt wirklich ganz knapp Zurbe dazu. Und machen jetzt da eben da, schneiden da jetzt wirklich, das ist fast noch immer ein bisschen zu viel, ganz dünn sein. Und ich hoffe, dass das so, dann probieren wir mal. Da gehen wir wieder zurück auf 1, damit der Draht ja nicht zu heiß ist, nicht zu viel schmelzt. Und dann schauen wir, na, mit 1 geht es nicht. 1,5. Hop, fällt wieder runter. Und jetzt da könnt ihr sehen, ich muss da mal schauen, dass wir da mehr Licht haben. So,
Jetzt könnt ihr sehen, jetzt habe ich so einen Streifen und den werden wir dann eben, und da mache ich jetzt mehrere Streifen und mit dem machen wir dann sozusagen das Schindeldach. Wir legen dann immer eins drauf und da wieder eins drauf, also ein versetzt drauf und da machen wir schön auf unserem Häuschen eben Schindel für Schindelreihe. Beim nächsten Schneiden machen wir einfach wieder, fahren wir wieder ein bisschen mit dem der Drahtbürste drüber, so wie wir das vorher gemacht haben, dass das ein bisschen angeraut ist und nicht so glatt ist. Passt. So, und wir machen, ich werde das ein bisschen, okay, dass das ein bisschen stabiler wird da. Gut, dass das nicht so wackelt. Also der mitgelieferte ist leider nicht so stabil, wollte jetzt den nehmen, weil ich nicht so hoch bin, aber ich glaube, es ist besser. Der haltet stabiler. Wir müssen da jetzt natürlich auch wieder ganz zurbe gehen. Ja, das ist die Seite. So, noch ein bisschen zurbe. Wobei ich da oft mit den kleinen Hämmerchen einfach da hinten ein bisschen drauf klopfe und der rutscht dann eh ein bisschen vor. Passt. Und jetzt machen wir das gleiche wieder. Wir schneiden einen Streifen nach dem anderen, bis wir genügend Streifen haben. Zumindest ich mache jetzt da gleich ein paar Streifen, weil vielleicht werde ich mehr brauchen, auch für die nächsten Häuser. Also ich bin jetzt wirklich auf 1,5 mit der Hitze. Geht halt recht langsam, aber das macht ja nichts. Es soll nämlich eben dieser schmale Streifen nicht schmelzen. Deswegen dürfen wir da nicht zu heiß werden. Was wir jetzt machen wollen, als nächstes, ist die, wie soll ich sagen, Schindeln. Gezeigt schon, wie du sie schneidet. Und wie ihr vielleicht jetzt sehen könnt, ich habe es dann ein bisschen breiter gemacht und das hat dann besser geklappt. Und die Schindeln werden wir jetzt hier einfach dann eben Reihe für Reihe da aufkleben. Zuschneiden und dann die nächste Reihe. Das ist jetzt die nächste Arbeit. Mal schauen, ob ich das so machen kann, dass man das sieht. Das heißt, wir streichen da mal mit dem Kleber. Streichen wir das Ganze da einmal schön ein. Schauen wir, dass wir nicht zu viel Kleber haben, aber eben auch nicht zu wenig. Dann machen wir mal den ersten Streifen. Den Gerät auch mal ein bisschen wegschneiden, weil. So, ja, da gefällt es mir dann besser. Wir gehen ein bisschen drüber. Die sollen ein bisschen drüber stehen. Kleben das so gerade wie möglich an. Und dass ihr das jetzt sehen könnt, das ist so gerade angeklebt. Dann schneide ich das da schnell durch oder halt ab. Da lassen wir das aber ein bisschen. So, passt.
Das soll drüber und das soll ziemlich gerade sein. So. Jetzt zeige ich euch das. Von der Eier, so dass ihr das sehen könnt. Ich streiche eben den Leim da schön drauf. Dann Pinsel. Ein bisschen Föhn. Bis auch zum Rand schön hin. Gut. Dann schauen, dass wir keinen Kleber drauf haben. So. Dann schauen wir. Nehmen wir das so. Und kleben das eben wieder drauf. Daher. Schauen wir, wo das herkommt. Das wird ungefähr da geschnitten. Von der hinten ist es ein bisschen schwieriger, aber es geht auch. Man kann es noch ein bisschen nachschneiden, wenn es ein bisschen zu ist. Passt. Gut. Und dann hat man schon wieder sozusagen eine Schicht Schindeln drauf. Gut. Wie gesagt, da hinten kommt dann eben Dings, dass das eine Stütze hat. Muss man halt da immer wieder was hinzufügen. Das ist auch kein Problem. Und so Schicht für Schicht kommt das Schindeldach dann und wird es fertig. Also da oben müsst ihr dann immer den hinteren Teil halt wegschneiden, desto näher ihr der Mitte kommt. Am besten ihr legt das ein Lineal auf und schneidet es mit dem Lineal, weil das drückt dann wenigstens das herunter. Und jetzt bin ich schon da dran. Und oft, warum ich das jetzt eigentlich aufnehme, ist das, oft frage ich mich, warum halte ich so kleine Teile zum Beispiel auf. Aber eben jetzt in diesem Fall brauche ich diesen kleinen Teil. Passt nämlich genau da hinein. So wie ihr sehen könnt, das Dach ist fertig. Ich habe da auch so einen Übergang gemacht. Plus hier nochmal die Erhöhung. Also was wir jetzt machen müssen, ist eben, dass wir eben die Struktur rein machen. Da habe ich sie schon ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Und das müssen wir jetzt eben rundherum machen. Und dann können wir eigentlich schon anfangen mit dem Malen. Ja, soweit einmal wieder ein kleines